An einigen Tagen der Arbeitswoche lachen André Spitzner seine beiden Zwillinge nicht nur vom Bildschirm an, sondern in natura. Dann, wenn der Projektmanager in seinem 60 Kilometer entfernten Zuhause arbeitet, im Homeoffice. Und dabei werde ich unterstützt durch ein Firmenhandy und einen Firmenlaptop. Das nehme ich beides mit und kann mich dann per VPN-Zugang hier an den Firmenrechner einwählen. Spitzners Arbeitgeber Spangler Automation macht nicht nur durch flexible Arbeitszeitgestaltung eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie möglich. Das Unternehmen plant, produziert und programmiert Schalt- und Steuerungsanlagen für verschiedenste Branchen. Über 50% dieser Steuerungsanlagen werden ins Ausland geliefert und wir beschäftigen derzeit rund 140 Mitarbeiter hier am Standort in Töging an der Altmühl. Und davon sind 24 Auszubildende. Direkt neben dem Spangler-Gelände lädt das Altmühltal in der Mittagspause zu einem erholsamen Spaziergang oder einer Runde auf dem Rad ein. Einmal in der Woche trifft man sich, um unter fachkundiger Anleitung etwas für die Gesundheit zu tun. Mit kostenlosen Obstkörben, Fahrsicherheitstrainings und mehr sorgt Spangler Automation für Lebensqualität seiner Mitarbeiter. Und nur wenn sich diese nach Feierabend zu einer Runde Darts treffen, dann merken die Automationsspezialisten, dass sich hier ein Volltreffer nicht programmieren lässt.